Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play von Days Gone. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Und erstmal wieder vielen Dank an alle Unterstützer, die gestern wieder einen Daumen nach oben da gelassen haben. Freut mich, wenn es euch gefällt. Wir sind immer noch in Mission mit Iron Mike und suchen jetzt hier im Büro oder im Haus des Bürgermeisters nach Hinweisen, wo wir Sprengstoff herbekommen, damit wir die Höhlen ausschalten können, wo sich immer die ganzen Freaker tagsüber aufhalten. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch neue Bomben dafür. Aber hier sind, glaube ich, noch irgendwelche Krabbler im Gebäude oder auf dem Dach. Man hat hier welche erschnüffelt. Ich gehe erstmal durch die Türen. Natürlich. Ich gehe nicht durch die Türen, die nicht zum Quest führen. Ich gehe jetzt gleich durch die Tür. Die anderen sind zu. Okay. So, und wir haben natürlich ein bisschen was aus Iron Mikes Vergangenheit erfahren in der letzten Folge. Okay. Sehr interessant. Gut, das war's dann. Jetzt haben wir Karten zu jeder Mine im Bezirk und wissen, wo ihr Dynamit ist. Okay, dann los. Ich glaube, da kommt ein anderer Drifter. Ja. Und erwartest du vielleicht jemanden? Nein. Kann ich mich auf dich verlassen? Hey, ich fange nicht deinen Ärger an, aber ich bring's zu Ende, wenn's sein muss. Netter Revolver. Sind das Drifter oder sind das Freak, Ripper? Ein Ripper-Motorrad? Ich weiß nicht. Bleib hinter mir. Hey, ich kann auf mich selbst aufpassen. Mhm. Klar kannst du das, aber weißt du noch letztes Mal, als wir hier draußen waren? Ja, wie gesagt, ich bleibe hinter dir. Die sind schon drin. Ich glaube, ich kann mich an denen nicht, glaube ich, so gut ranschleichen. Okay, wie viel sind das? Drei? Drei ist ja nicht so viel. Bleib doch mal da. So. Das waren alle. Gehen wir. Das waren alle? Bin hinter dir. Sehr sparsam. Drei Kugeln nur verbraucht. Das waren nicht alle. Lügner. Hier drin waren es vielleicht alle, ja. Der? Komm schon, komm schon! Auf ihn, auf bleib unten! Gegen wen kämpfen die denn? Oh, da kommt Freaker noch. Lassen wir die einfach gegeneinander kämpfen. Freaks! Die locken uns die ganze verdammte Stadt zu uns! Ja, echt. Vor dir! Pass auf, Mike! Hey, jetzt! Mal weitergehen. Da ist er geflogen. Der steht wieder auf. Was sagst du jetzt? Na los. Also ich sag gar nichts. Nein, Molly. Der hat Molly. Weg, weg, weg! Scheiße, ich bin getroffen! Ja, du bleibst ja auch neben der Granate stehen, du Depp, ey. Der Kerl die ganze Zeit durch die Gegend. Weil ich so deinen Kopf besser treffen kann. Bleib unten. Gute Idee. Unten bleiben ist immer eine gute Idee. So, Mike, wir müssen jetzt echt mal weg hier. Sehr schön, Jungs. Lenkt sie ab. Ich sehe sie. Wir schaffen das. Die ganze Arbeit für uns. Er hat mich erwischt. Ja, es ist viel zu laut, hier die ganze Zeit rumzuballern. Wegen Freaks noch. Mich hier nehmen. Greif an! Schreit er hier so rum? Zeig deinen Kopf. Geht's noch, alter Mann? Oh ja, ich bin direkt hinter dir. Eigentlich bist du gerade direkt vor mir. Scharfschütze, geh runter. Das sind die Bikes. Komm schon. Komm schon los, geschafft das.
Ah. Der ist zu weit weg einfach. Blöde Sniper. Rückzug! Alle zurück! Jawohl, der ist weg. Rückzug, geht in Deckung. Rückzug finde ich okay. Haut ab hier. Wer seid ihr eigentlich? Vorsicht! Ah, die Waffen, das ab und zu immer so ungenau sein müssen. Greif ihn an! Bitte sehr! Scheiße, runter! Der wollte auch wieder was werfen. Gott, also, was ein Chaos! Ja, echt. Jetzt weißt du, warum niemand Shermans Camp betritt. Wenn Eddie rausfindet, dass wir hier unseren Arsch riskieren, dann wird sie sauer sein. Naja, aber wie sollte sie das jemals erfahren? Na, weiß ich nicht. Von mir nicht. Das ist so laut, das hört sie vielleicht bis dahin, ey. Eddie, die Ärztin. So, komm. Mike, steig auf. Seh zu. Deswegen betritt man nicht das Shermans Camp. Naja, wenn da nur ein paar Freaks sind, geht's ja noch. Aber diese Plünderer, die dann auch noch ankommen und dann Krieg auslösen. Also wegen der Ripper. Warum wolltest du, dass ich den Scheiß sehe? Weißt du, Deke, du erinnerst mich ein bisschen an mich. Und früher. Wie das? Dir ist alles scheißegal. Oh, du sorgst dich um deinen Freund, willst nicht, dass er stirbt. Aber um mich, um irgendjemand anderen auf diesem Planeten. Ich glaube nicht. Wer sich sorgt, der stirbt. Ja, okay. Das stimmt. Aber weißt du was? Wer es nicht tut, stirbt ebenso leicht. Auch die guten Leute aus Shermans Camp haben sich irgendwann nur noch um sich selbst gekümmert. Es ist leicht, jemanden zu töten, wenn er nur ein Stück Fleisch ist, das einem im Wege steht. Skizo will die Ripper töten, weil er glaubt, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie zählen nicht. Sie sind keine Menschen. Das stimmt. Stehen ihm im Weg. Tja, ich glaube diesen Scheiß nicht. Ich lasse das nicht zu. Immer wenn man irgendwie driften möchte, stellen sie einen Pfosten in den Weg. Ne? Das machen sie extra. So. Also, jetzt wissen wir, wie seine alte Gruppe gestorben ist. Nämlich durch Ripper. Das war also Ripper-Angriff. Die hatten noch ein paar Munition. Die haben sich da zurückgezogen als Überlebende. Die Ripper kamen an, gab es Krieg. Und er hat alle seine Freunde da verloren in diesem Raum. Und deswegen will er jetzt nicht Krieg mit den Rippern anzetteln. Er fragt sich, warum ich Pazifist bin. Ja? Also, so nennt er mich gar nicht. Er glaubt, dass ich noch alle draufgehen lasse. Tust du das, Mike, wirst du alle draufgehen. Freaks wird es nicht ewig geben. Und wenn sie weg sind, dann brauchen wir ein paar Leute hier, die beim Aufräumen helfen. Hey, hör zu. Hey. Ich mag Carlos und seine Ripper nicht. Genauso wenig wie Tucker oder Copeland und seine verdammten Trucer, klar? Aber hey, hör zu. Es ist so, Deke. Ich schlag mich nicht darum ein, von ihnen zu töten. Ich habe genug getötet. Auch wenn Carlos Ärger macht. Ich halte Wort. So viel ist sicher. Tja, so bilden sich die ganzen verschiedenen Grüppchen und jeder hat da seine eigene Philosophie. Oder ja, wie man mit der ganzen Situation umgeht. Da hast du einmal Tucker, die Menschen für sich arbeiten lässt, um da irgendwas zu buddeln. Da fragt man sich noch, warum arbeiten da so viel? Was genau möchte sie da tun? Dann hast du die Copeland-Fraktion. Copeland, die Truther, wie er sie nennt, mit seinem Radio und seinen Geschichten immer, von wegen glaubt die Lügen nicht, die immer noch an diese große Verschwörung denken, dass das alles irgendwie eine große, große Verschwörung war mit dem ganzen Virus und so, alles geplant und sowas. Die Truther, die an ihre Wahrheit glauben. Dann hier kommt mir Iron Mike als Camp irgendwie bisher noch am vernünftigsten vor. Auch er so hat viel durchgemacht, aber das, was er sagt, hat alles Hand und Fuß, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und dann hast du noch auf der ganz anderen Seite Carlos,
der total abgedreht ist und seine eigene Sekte gegründet hat mit den Rippern. So bilden sich dann die verschiedenen, verschiedenen Grüppchen in der Welt. So, freigeschaltet. Wir alle hatten Dinge. Ah, Bombe. So, Annäherungsbombe. Fahre zur Position an, Nein, Mike, darauf würde ich nicht wetten. Dein Waffenstillstand hält nicht. Ja, ausnahmsweise gebe ich Skizzo recht. Die Ripper, das sind keine Menschen. Nicht mehr. Ja, aber das hast du ihnen wieder eben nicht ins Gesicht gesagt, ne? Jetzt machst du wieder deine Selbstgespräche und Mike das ins Gesicht zu sagen, traust du dich auch nicht. So, Heroes Geburtstag. Ah, das ist hier gab es auch bei dieser Stelle eine Horde an der Tankstelle. Da habe ich hier habe ich doch erstmal Lisa wieder geholt. Jetzt muss ich da wieder hin. Aber die haben sich echt schon lange nicht mehr gemeldet, ne? Copeland und sowas hier. Drei Aufgaben hat der noch. Und hier? Vier. Kämpft man da jetzt schon mit der Horde? Wer weiß. Ich mache lieber mal kurz meine Sachen wieder voll. Hey, wie geht's dir? Hey, wie geht's dir? Ja, gut. Alles voll. Sehr schön. Na gut. Na gut. Bis bald mal. Ich mach mein Bike eben auch noch mal fertig. Geht's um dein Bike? Nein. Ich suche noch ein paar Sachen. Ach, ist alles voll. Bis später oder so. Alles voll getankt und alles voll repariert, dankeschön. Okay. Nein, nicht die. Ich will schon zu der Mission. Ich wollte nur gucken, in welche Richtung ich raus muss. Hier oder nach hinten. Okay, also bei der Tankstelle wissen wir, da gab es eine Horde. Aber die sah an sich ja nicht so groß aus. Aber als ich das letzte Mal da war und versucht habe, Lisa zu finden, hatte ich einfach nicht die richtige Vorbereitung für diese Horde. Deswegen wollte ich die da nicht machen. Aber wenn man die Horden wie sowieso jetzt später machen kann oder muss, wegen dem ganzen Sprengstoff und sowas, dann ist es ja nicht so schlecht. Dann werden die vielleicht später. Ich frag mich, wie es Boozer geht. Ja, ich auch. Ich sollte vielleicht mal nach ihm sehen. Ich hoffe, dass er wach ist. Du weißt schon, dass wir gerade das Camp verlassen haben, oder? Kannst du nicht mal vorher irgendwie deinen Maul aufmachen? Jetzt leuchtet das hier, da. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Sieh nach Boozer. Ist doch nicht dein Ernst. Ganz ehrlich. Ich fahre jetzt nicht zurück. Nee, jetzt nicht. Jetzt bin ich schon auf dem Weg. Muss Boozer halt warten. Dick in St. John, hier spricht Lost Lake. Komm. Ja, moin. Mike, hier ist Dick. Mike? Ich habe gehört, du hättest Shane Riley. Doch als ich ihn verhören wollte, war er nicht da. Ja, also das, Mike. Ich wollte ihn euch bringen, ehrlich. Aber er hat sich wie ein Wahnsinniger gewehrt. Und er ließ mir einfach keine andere Wahl, Mike. Echt? Weißt du, was ich sagte? Wie die Dinge hier regeln. Ja, Mike, weiß ich. Lost Lake, Ende. Danke, Ricky. Danke, Ricky. Ja, warum? Ricky belügt wenigstens ihre Leute nicht, ne? So wie du. Ständig immer nur lügen, dann wird es auch nicht Dick, besser. Das ist dringend. Boah. Ricky, was ist los? Oh, jetzt verstartet hier die Mission. Entweder es meldet sich niemand und du hast nichts zu tun, oder das Funkgerät hält gar nicht mehr still, ey. So, na jetzt bin ich ja hier an Missionen angekommen. Oder ist das für O'Brien? Das weiß man ja immer nie. O'Brien, ich bin bei einem deiner Signaltürme, der beim Rogue Camp. Drifter, St. John, meine ich. Verstanden. Was soll ich hier? Ich werde... Ein Heli ist bereits zu dir unterwegs. Sei bereit. O'Brien, Ende. Ah, deshalb bin ich hier. Ja, jetzt haben wir nur nicht erfahren, was Ricky gerade wollte. Es ist wichtig, sagst du? St. John, sie sollten später aufgetaucht sein. Siehst du sie? Ja, die sind schwer zu übersehen. Was soll ich jetzt tun? Bleib an dem Forscher dran. Denk dran, wenn du nicht in Reichweite bist, kann ich die Daten nicht abgreifen. Ja, ich weiß. Ja, okay, ich hab's verstanden. Immer das Gleiche, Forscher belauschen. Diesmal hast du einen ihrer Helis mit einem
versehen. Schon wieder. Den Hubschrauber. Das habe ich schon mal gemacht. Ein Heli ist, O'Brien. Gut, okay. Wir können die Daten hochladen, sobald du nah genug bist. O'Brien, Ende. Den Hubschrauber. Also, was zum Teufel treibt ihr hier draußen, hä? Wolltet ihr nur mal kurz anhalten und euren Tank auffüllen, hä? Yep. Ja, genau. Deswegen sind sie auch mit dem Heli an der Tanke. Hat. Kein Benzin. Alles okay. Nein, ich glaube, ihr habt ein ganz anderes Problem, oder? Naja, Ricky wird sich ja später noch melden. Wenn es wichtig ist, dann kommt das nach der Mission, das Gespräch dann. Ich platziere den Peilsender am Heli. Kommt würde ich gerne. Gott, ich hasse den Scheiß. Weg. Sie dürfen mich nicht sehen. Ab und zu gehen mir die Selbstgespräche mit Deacon auch ein bisschen auf den Sack, ey. So ein Kasper. Der Peilsender ist dran. O'Brien, der Sender ist bereit. Du müsstest sein Signal empfangen. Was zur Hölle machen wir hier überhaupt? Verstanden. Wir haben Warte. Ja, wir empfangen es laut und deutlich. O'Brien, Ende. Ja. Ja, gern geschehen, O'Brien. Ich hasse diese Aufträge echt. Wo ist die Ärztin oder Arzt? Einer ist doch immer da. Ist der drin im Gebäude? Spioniere den Neuroforscher nach. Ich sehe den Forscher ja gerade gar nicht. Ich weiß nicht, wo der hingegangen ist. Wie fühlst du dich? Blöde Drecksoldaten. Ah ja, hier. Da ist er. Oder wir haben die Studie von sie 24 Nistplätzen abgeschlossen. Da ist sie. Einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pioneer-Friedhof, dem Holzlager am Cascade Highway, dem Truckstop an der Old Belknap Road. Wie heißt der nochmal? Ah, Crazy Willys. Ja, sehr rustikal und touristisch. Manche Dinge aus der alten Welt vermisse ich nicht. Crazy Willy, südlich des Belknap-Kraters. Eine Frage, Doc. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich zu tun. Die Nester. Warum? Wir wissen es nicht. Wieso bauen sie nur in, naja, Gebäuden, Häusern, Hütten und so? Wir haben die Theorie, dass... Sie finden sich nie dort, wo wilde Tiere sie bauen können. In Räumen oder in der Wildnis, nur in Häusern. Sind sie fertig? Sorry. Die Jungs im Labor haben eine Theorie. Ich bin sicher, wenn sie darüber reden wollen, kommen sie zu den Baracken, um es ihnen mitzuteilen. Oh je. Ich frag ja nur. Ich krieg auch Sachen. Nicht immer Soldat. Kann ich Mord fahren? Sicher. Südlich vom Belknap-Krater. Manche Gebiete der Belknap-Wildnis wurden aufgrund der Nähe der Nistplätze zu menschlichen Siedlungen nicht untersucht. Vor allem bei einem großen Camp bei... Salome Hot Springs. Oh, ja. Salome. An Herodes Geburtstag tanzte sie vor ihnen, worauf er ihr versprach, ihr zu geben, was auch immer sie verlangte. Sie sprach... Gebt mir den Kopf von Johannes dem Täufer. Und der König war sehr betrübt. Netter Name für einen Ferienort. Allerdings. Wie gesagt, manches an der alten Welt vermisse ich nicht. Upload abgeschlossen. Ja. Die Bibel. Jetzt kommen auch noch Bibelverse. Scheiße, das dauert ja ewig. Das muss nett sein. Keine Überall Ahnung. Bricht die Hölle los ewig und man sieht schließt ein wenig in der Bibel. Gott, O'Brien. Erledigt. Okay, jetzt muss ich nur noch weg von hier, bevor mich einer von ihnen sieht. Was man dir sagt, okay, hauen wir wieder ab. Gut sein. Ich hoffe, man hat das alles noch gehört. Ab und zu ist es ein bisschen leise, je nachdem, wie man steht. Aber ich will da nicht immer die Gespräche selber immer verfolgen. Und deswegen bin ich da auch ruhig, damit ihr auch das noch ein bisschen hören konntet. Aber es sind ja auch Untertitel da, falls ich nicht ganz so gut zu hören war, weil es so weit weg war. Okay. Ja, das war aber nicht besonders aufschlussreich, das Gespräch, weil sie dann irgendwann angefangen hat, von der Bibel zu reden mit Salomo und sowas. Ne? Ich glaube aber, das war eigentlich die gleiche Wissenschaftlerin, die wir auch in der Höhle schon gehört haben, weil der Soldat ja auch gesagt hat, irgendwie, ich war nicht immer Soldat, ich war mal Biologe und so. Und hier war das Gespräch ähnlich. Ich glaube, das waren die beiden auch wieder. Mal gucken. Er hat ja gefragt, warum bauen die nur Nester in den Häusern? Ich glaube, vielleicht haben die noch so ein bisschen alte Erinnerungen drin, dass sie vorher, als sie richtige Menschen noch waren, bevor sie infiziert wurden, in Häusern gewohnt haben und das immer noch irgendwie so ein bisschen in sich drin haben.
weil die ja wirklich nur Nester in Häusern und Hütten bauen. Oder in LKW. Ja, gut, in LKW haben wir auch schon mal Nester gefunden und auch in Zügen. O'Brien. Naja. O'Brien, hörst du mich? Ich kann gerade nicht. Fuck Nein? Mich später nochmal an. Ende. Er kann gerade nicht. O'Brien, oh, verdammt. Er kann gerade nicht. Ich bin's langsam leid, deinen Boten zu spielen, O'Brien. Du spielst den Boten von allen Leuten hier, nicht nur von O'Brien. So, ich habe 2 Fertigkeitspunkte. Hier gibt es aber noch richtig coole Sachen, die ich skillen kann. Hier, den letzten Bereich will ich freischalten. So, was haben wir denn noch hier? Du verbrauchst keine Konzentration mehr, wenn du eine Fernkampfwaffe nachlädst oder erhöht die Präzision von Fernkampfwaffen. Präzision ist immer super. Man merkt ja auf Entfernung, wie die teilweise etwas ein bisschen blöd schießen. So, Todesschuss gemeistert. So, halte L2 gedrückt und tippe an, um eine Fernkampfwaffe abzufeuern. Die Waffenpräzision aller Fernkampfwaffen ist verbessert und die Kugelstreuung ist reduziert. Das finde ich sehr gut. So, jetzt bin ich hier am letzten Ding. Die sind sogar alle recht gut. Erhöht Munitionskapazität für Fernkampfwaffen. Erhöht die Projektildurchschlagskraft für Fernkampfwaffen. Das ist sehr gut gegen Horde. Wenn da jetzt nur eine Horde kommt und man schießt so einen Freaker vorne an, dann prallen die Kugeln durch ihn durch und erwischen hinten noch welche. Das ist natürlich sehr gut gegen größere Gruppen. Oder Kopfrausch. Durch Kopfschusskills gewinnst du Gesundheit zurück. Was auch nicht so schlecht ist. Ich glaube aber als erstes, was das Wichtigste ist, ist die Munitionskapazität. Damit ich einfach mehr Kugeln tragen kann. So. Ich bin außer Kontrolle. Nachladen. Die maximale Kapazität ist jetzt für alle Fernkampfwaffen erhöht. Munition findest du in weggeworfenen Fernkampf- oder Munitionskisten. Sauber. Mehr Munition. Bin ich da schon am letzten Punkt. So. Dann entweder meldet sich gleich nochmal Ricky oder ich mache eine Schnellreise zurück zu Boozer. Mal gucken, ob Ricky nochmal, ne? Eben hat sie ja gesagt, es ist dringend. Jawohl, das sie. Ricky, was ist los? Der Kerl, den wir suchen, Eric Lynch, der Campbell und Reed ermordet hat. Auf der Farm. Auf der Farm. Mistkerl. Weißt du, wo er ist? Ja, er ist am Nordufer bei der alten Bootsrampe. Okay. Skizzo wollte hinter ihm her, aber Mike wollte dich. Natürlich. Ich krieg ihn schon. Danke, Deke. Mach schnell. Natürlich will Iron Mike mich. Das ist jetzt also auch wieder eine Kopfgeldaufgabe. Aber die ist ja hier. Aber wenn das hier Kopfgeld ist, vielleicht wäre es sogar besser, wenn ich erstmal das mache und dann hier zu Boozer gehe, oder? Obwohl ich schaffe das nicht mit meiner Benzinladung jetzt da hinzufahren und den zu verfolgen. Ist halt wieder Kopfgeldjagd. Nee, ich mache eine Schnellreise zum Camp und dann rede ich erstmal mit Boozer. Und dann muss ich danach ja bestimmt wieder das Camp verlassen und dann gehe ich hier vor die Tür. So, also Schnellreise. Da bin ich schon wieder. Ich fahr mal rein. Da will jemand rein. Captain Curry! Wo ist Captain Curry? Sie Was? Müssen ihn anfunken! Russell? Der Außenposten wird angegriffen! Was denn hier schon wieder? Corporal, wir müssen weg! Wir müssen weg hier! Sind das nur Soldaten? Wir sind noch mehr! Corporal? Corporal? Das sind Soldaten. Was zum Teufel? Es gibt noch eine Miliz? Wer war das denn hier schon wieder? Corporal. Sehe ich die hier noch irgendwo? Nö. Was war das denn für ein Funk? Das kam mir überraschend gerade. Diese Nachricht. So, da bin ich wieder. Wer spielt da Mundharmonika? So, mal gucken, wie es Boozer geht jetzt. Ohne seinem Arm. Es war auch noch der rechte? Der rechte Arm? Oh Gott. Dick. Ich könnte wirklich eine zweite Hand gebrauchen. Du legst dich hin. Ja, Mann. Er darf noch keinen Besuch haben, aber ich brauche wirklich Hilfe. Okay, bis später. Ich bin hier. Hey, Doc, im Ernst. Kann ich danach wieder Klavier spielen? Sehr witzig, William. Leg dich hin. Okay, Flohwalzer geht. Echt jetzt, es geht etwa so. Wie du siehst, geht es ihm schon viel besser.
Das Fieber ist komplett weg. Oh, sehr gut. Alles klar, ich muss mich noch um was kümmern. Wie ich schon sagte, William verdankt dir sein Leben. Boozer schuldet mir einen Dreck. Ich schulde ihm. Ich hab noch zwei gerettet. Eddie und Mia wären gestorben ohne Antibiotikum. Das solltest du wissen. Na, immerhin. Konnten wir noch zwei andere retten. Alles nur, weil wir die nicht die Medizin besorgt haben. Auch was Schönes. Okay. Das war das. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Kameraden. War das jetzt fertig mit Boozer? Oder was? Iron Mike? Nee, 94 erst. 94% erst, mein Bruder. Freigeschaltet. Boozers Flinte, dankeschön. Das scheint ihm schon etwas besser zu gehen. Ja, jetzt wo er die Flinte eh nicht mehr richtig anfassen kann mit beiden Händen, missbraucht er sie nicht mehr. Jetzt haben wir Boozers Flinte bekommen. Bei uns ist sie auch in besseren Händen und nicht nur in einer Hand. So. Okay. Dann ist jetzt nur noch die Kopfgeldaufgabe da, die hier ist. Und da werde ich erstmal mein Bike auftanken und reparieren. Und dann mal gucken, wann sich Tucker wieder meldet, damit ich hier oben da auch hin kann. Wird schon alles klappen, hoffe ich. Brauchst du was? Jo! Ich schau mich mal um. Ist das okay? Okay. Ich tank voll. Dankeschön. So, vorgetankt ist. Okay. Gut, Leute. Dann mache ich auch aber auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Dann geht's hier auf Kopfgeldaufgabe und danach mal schauen, was noch so auf uns wartet hier in der Welt von Days Gone. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für die heutige Episode, wenn ihr Spaß hattet beim Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Und dann seid morgen wieder mit dabei hier. Dann geht's weiter mit Deacon in Days Gone. Dankeschön und bis morgen. Tschüss.